Hallo zusammen. So, wir haben Karfreitag. Das heißt, die Osterwoche geht so in ihre Hochphase und für uns geht wieder eine ganz, ganz spannende Woche mit Entscheidungen in Madrid, mit Entwicklungen auf der ganzen Welt. Ja, zu Ende, wir haben Freitag. Und für uns Grund genug, mit euch über das ein oder andere heute zu plaudern, was wir für wichtig halten. Und zwar deswegen, weil wir doch jetzt sehr lange über Dinge reden und sehr viele wissen gar nicht, wo denn so die Grundlage ist, wenn es um politische Entscheidungen hier auf der Insel geht. Wir hatten heute noch die Diskussion gehabt mit einem neuen Mitglied in der Gruppe, der gesagt hat, ja, da können wir nichts machen, das ist halt so, ich verstehe das ja alles nicht. Und genau da haben wir seit gestern dran gearbeitet und sehr viel Zeit investiert, um mit euch gemeinsam heute mal so ein bisschen das Hintergrundleben in Spanien und in der Politik zu beleuchten. Denn auch wenn wir nicht sehr viel ändern können, so können wir es doch vielleicht besser verstehen, warum wer was gerade tut und warum welche Akteure hier gerade in Spanien, aber auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz auf dem Parkett das eine oder das andere tun. Das heißt, heute wird es ein bisschen politisch, aber ich denke, auch das ist mal ein Blickwinkel, den man sich tatsächlich zu Gemüte führen kann. Denn Grundlagenverständnis schadet generell mal nicht. Denn es hilft auch dabei, auf der einen Seite konkreter, aber auf der anderen Seite auch toleranter zu sein, wenn man sieht, dass gewisse Dinge passieren. Ja, was haben wir? Wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Bleibt noch eine Sache zu erwähnen. Ich habe es eben nochmal gepostet. Man hat jetzt tatsächlich sogar Hubschrauber im Einsatz, um die Leute abzustrafen, die hier mit dem Hund unterwegs sind. Klar, haben wir alle dieselben Spielregeln. Die Frage ist nur, ob 60 Euro, die so ein Hubschrauber pro Minute kostet, es wert sind, dass man hier tatsächlich Jagd auf einzelne Straftäter macht, die das Ausgehverbot dann tatsächlich hier nicht ganz so achten. Man sollte hier unter Umständen aufpassen, dass man die Gutmütigkeit und die Leidensfähigkeit der hier Lebenden nicht überstrapaziert. Aber dazu kommen wir gleich weiter, denn jetzt haben wir 14 Uhr auf den Kanaren, 15 Uhr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Zum 24. Mal Montefuego live Lockdown Lanzarote und ich freue mich, wenn ich so in die Runde schaue, so viele mittlerweile vertraute Gesichter zu sehen und für euch so der Meilenstein im Tagesablauf zu sein. Das ist schön und wir möchten auch heute dieser Rolle und dieser Aufgabe als Leuchtturm und Orientierungshilfe gerecht werden. Und ihr hört es auch wieder, da schnauft es im Hintergrund. Mit dabei ist heute auch wieder Rocky. Ohne sie geht hier, wie ihr merkt, so ziemlich nichts. Ja, fangen wir an mit einer Sache, die mit Politik noch relativ wenig zu tun hat. Vielleicht ein bisschen politisch nicht ganz so korrekt ist. Ihr habt es gesehen, wir haben gestern anlässlich von Gründonnerstag unsere persönliche Interpretation vom letzten Abendmahl gepostet. Nicht ohne Grund, das Bild ist jetzt vor 2 Jahren entstanden unter der Hilfe von Sophia Magdalena. Und es war unser Ansatz, auch mal auf eine Position hinzuweisen, die bei der ganzen Präsentation von Leonardo da Vinci damals nicht berücksichtigt wurde. Denn eine der engsten Vertrauten von Christus, auch beim Abendmahl, war Maria Magdalena, die Sünderin. Und da es aber eine Frau war, fiel sie sozusagen durch das Rost und ist bei den Aposteln nicht wirklich aufgetaucht. Wir dachten, wir interpretieren das Ganze mal um. Und ich freue mich auch, dass es bei euch dementsprechend angekommen ist. Es war also keine Effekthascherei oder auch nichts, was hier in irgendeinem Ansatz auch nur in irgendeiner Art und Weise den guten Geschmack von dem einen oder anderen von euch beleidigen sollte. Das nur dazu. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Ich habe es eben schon angesprochen. Rocky ist mit dabei und weil einige von euch es sich gewünscht haben, habe ich auch ein Foto von meiner Hübschen mal gepostet. Allerdings ganz ehrlich, nicht ganz ohne Hintergedanken. Es ging mir nämlich darum, dass ihr klar Rocky mal sehen und lieben lernt. Auf der anderen Seite wollte ich euch was zeigen, damit ihr auch seht, in was für ein Dilemma wir hier jeden Tag stecken. Und zwar folgendes. Ich habe Rocky vor 11 Stunden gepostet. Was ist passiert? 73 Likes, 26 Kommentare. Ihr habt euch überschlagen vor Begeisterung. Interaktion pur. Und das hat mich daran erinnert, was damals mein allererster Chefredakteur zu mir gesagt hat, als es darum ging, Themenauswahl, sagte er, mein lieber Chris, merke dir eins, Frauen, Tiere und kleine Kinder gehen immer. Ja, und so ist es auch. Das heißt, wenn man diese Bereiche bespielt, ist einem Zustimmung, Begeisterung, Emotionen gewiss. Ganz anders, wenn es um schwere Kost geht. Nämlich genau die Themen, die wir tatsächlich ab und zu auch beleuchten, wenn es um
komplexe Situationen geht, wenn es ums Analytische geht, wenn es darum geht, gewisse Situationen transparent zu machen, dann scheint es, interessiert es keinen Menschen. Dann kommst du auf 7, 8, 9, 10 Interaktionen und auch bei den Zusehern, wo wir bei den anderen bei 5, 6, 7, 8.000 liegen, fällt es dir schwer, mal die 4.000 zu knacken. Der Sonnenuntergang bringt dir locker 15.000 Betrachter. Was ich damit sagen will ist, es war für uns natürlich so eine Sache. Wir haben jetzt Stunden investiert, um die heutige Sendung vorzubereiten, weil sie ist lupenrein recherchiert. Und es ist natürlich eine Frage, inwieweit das Interesse überhaupt da ist, sich mit Politik in Spanien auseinanderzusetzen. Wir haben uns dennoch dafür entschieden, weil wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass in dieser Diskussion mehr Menschen mitreden und auch ihre Meinung äußern, diese Meinung aber auf Ahnung gründet und nicht auf Annahme, Mutmaßung oder Spekulation oder Hörensagen. Also, wir legen jetzt los und ich wünsche euch viel Spaß. Es kann heute ein bisschen länger gehen, also habt keine Angst, es ist Karfreitag, viele von euch haben sonst vielleicht nichts zu tun. Es ist mir aber wichtig, denn wir reden über die Keyplayer, über die Leute, die im Moment in Spanien das Sagen haben, die Entscheidungen treffen. Und ich möchte mit euch gemeinsam den Weg dahin gehen, dass ihr einen Blick darauf werfen könnt, warum die welche Entscheidungen treffen. Und beginnen möchte ich mit einer Sache, die ihr kennt. Die habt ihr alle wahrgenommen und habt ihr gesagt, eh klar. Und zwar, der Lockdown in Spanien wurde bis zum 26. April gestern im Parlament bestätigt. Jetzt würdet ihr sagen, ja, eh klar, nichts Neues. Was aber viel spannender ist und was ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen müsst, das war kein Selbstläufer. Das war die Idee der Regierung, die hat das als Konzept sozusagen vorgeschlagen und das Parlament musste das genehmigen. Noch haben wir kein Ermächtigungsgesetz, dass hier also die Regierung machen kann, was sie will. Die brauchte eine Mehrheit. Und das ist beim ersten Mal ganz gut gelungen und beim diesem Mal ist im Moncloa, das ist übrigens das Weiße Haus von Spanien, den Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört oder gelesen. Moncloa ist unser Regierungsgebäude in Madrid, wie das Weiße Haus eben der Sitz der Regierung oder wie in Deutschland der Reichstag. Auf jeden Fall, da kam es dann zu einer Aussage, die im Raum stand, gemeinsam mit der Genehmigung, die man nur in ein paar spanischen Medien lesen konnte, da aber in fetten Lettern und ich möchte sie euch nicht vorenthalten, denn dort war zu hören, ihre Lügen, ihre Arroganz, ihre Inkompetenz sind ein explosiver Cocktail für Spanien. Hört sich gut an, nicht wahr? Wer hat das gesagt und an wen war es gerichtet? Nun, gesagt hat es Pablo Casado von der PP. Das ist so die spanische, das Pendant zur CDU hier in Spanien, die Partido Popular. Und gerichtet war es an unseren Präsidenten, an unseren Regierungspräsidenten Pedro Sánchez von der PSOE, dem Pendant zur SPD, die ja beide hier in Spanien noch als Volksparteien gelten. Und warum war unser Freund Casado so angefasst und hat unserem Regierungspräsidenten doch ziemlich deutlich eingeschenkt, was er von ihm hält? Nun, dazu gab es zwei Dinge. Zum einen hat Pedro Sánchez groß getönt vor dieser Abstimmung, dass es ihm um Einheit ginge und Loyalität. Das hat er eingefordert, den Moncloa-Pakt. Kann man nachvollziehen, weil er wollte ja seinen Vorschlag durchdrücken und hat dann auf Einheit und Loyalität gepocht und hat auch vorher zweimal wohl mit Casado telefoniert. Und was aber dann passiert ist, während also die PSOE die Zustimmung der PP haben wollte, damit dieses Gesetz auch durchgewunken werden konnte, ging der hauseigene Pitbull der PSOE, nämlich der Sprecher der Partei, ein Spezi von unserem Vorsitzenden, eben von Pedro Sánchez, Adriana Lastra, ging auf die PP los, vor der Abstimmung, und hat sie als verantwortungslos, inkompetent und illoyal angegriffen. Das macht sie schon länger, das ist gute Praxis, dass man dem politischen Gegner eins einschenkt. In der jetzigen Situation kommt es natürlich besonders gut, dass man im Nachhinein aber dann die Stimmen haben will. Also schauen wir uns auch mal diese Dame ein bisschen näher an. Die Gute ist 41, hat ein abgebrochenes kulturelles Anthropologiestudium vorzuweisen und ist Berufspolitikerin. Das wäre ja alles noch nicht so schlimm, aber wie gesagt, hat sich auf die Fahnen geschrieben und das nicht zum ersten Mal, eben den politischen Gegner bei jedweder Gelegenheit anzuzählen. So, was wir jetzt also schon mal haben, ist Pablo Casado als Vorsitzender der PP und unsere Sprecherin der PSOE,
Eben erwähnt von mir war unser lieber Regierungspräsident Pedro Sanchez. Und ich möchte mit euch nun ein wenig in seiner Vita schnüffeln und auf Fährtenlese gehen, damit ihr den Mann besser verstehen lernt, dem wir den Lockdown zu verdanken haben und der die Geschicke dieses Landes lenkt. Und die Fragestellung, mit der wir da reinstarten wollen, ist eine ganz einfache, nämlich: Wer ist dieser Steuermann, der droht, zum nationalen Geisterfahrer zu werden? Denn das, was da im Moment passiert, hat so seine Eigendynamik bekommen. Und man hat so den Eindruck als interessierter politischer Beobachter, dass im Moment nun keiner wirklich weiß, warum er was tut und wozu das Ganze gut sein soll. Aber schauen wir uns mal Pedro ein bisschen näher an. Und dann merken wir als allererstes eins: Er ist einer der neuen Garde, der neuen Generation an Politikern. So dieser gut aussehenden, fotogenen, telegenen Politschönheiten. Also da haben wir auf der einen Seite Emmanuel Macron in Frankreich, den Präsidenten, Baujahr 77, der ist jetzt 42. Dann haben wir in Kanada den Premierminister Justin Trudeau, der ist Baujahr 71, 49. Und dann, so zum Drüberstreuen, unseren Pedro Sanchez. Hier in Spanien, Baujahr 72, 48 Jahre alt. Das ist so diese Reihe der politischen Bos, die derzeit auch extrem optisch etwas hermachen und sich auch gerne nach außen dementsprechend in den sozialen Medien und in den allgemeinen Medien präsentieren. Nicht ohne Grund steht auch im Wikipedia-Eintrag von Pedro Sanchez dabei, dass er während seiner Jugendzeit Basketball gespielt hat. Das hat so ein bisschen was, als wenn ich Putin auf dem Pferd mit blankem Oberkörper zeige. Also man möchte sich hier volksnah, sportlich, dynamisch, agil geben. Und das hat ja Kultur. Das gibt es ja schon öfter, dass man Politiker so darstellt. Warum tut man das? Nun ganz einfach, das ist das, was nach einer Krise, das ist das, was nach einem außergewöhnlichen Moment übrig bleibt. Das sind die Fotos, das sind die Zitate. Und das kennen wir alle. Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, warum zum Beispiel Krisenverhandlungen immer nachts laufen? Warum es dann immer heißt, nach einer durchgearbeiteten Nacht, egal ob es um Tarifabschlüsse bei den Gewerkschaften geht, ob es Verhandlungen in Brüssel sind, immer muss es über Nacht gehen. Haben die tagsüber keine Lust zu arbeiten? Nein, es macht es dramatischer. Weil das bedeutet dann, wenn das normale Volk schläft, sind unsere rührigen Volksvertreter, unsere Politiker, machen kein Auge zu bei ihr Wohl. Unser Wohl liegt ihnen am Herzen und sie stellen ihren eigenen Schlaf dafür zurück. Also das ist das eine. Und das zweite ist, ich möchte euch daran erinnern, 24. November 1999, draußen auf einem großen Platz, eine Menschenmenge, die Sonne geht langsam auf, die Türen von einem Balkon öffnen sich, herauskommt Gerhard Schröder, weißes Hemd, offener Kragen, aufgerempelte Arme und seine Worte sind mittlerweile tatsächlich Kulturgut. Meine Freunde, wir haben es geschafft. Gemeint waren die Arbeiter, die unten standen, mit Helm im Anzug, also im Arbeitsanzug der Holzmann-Gruppe. Und er war der Retter. Im Morgengrauen, mit aufgekrempelten Armen. Das, meine Herrschaften, ist das, was übrig bleibt. Es sind genau diese Fotos. Und das ist auch das, was Sanchez gerne vermittelt. Und nicht ohne Grund. Der Bursche hat 4 Abschlüsse. Ein Bachelor, 3 Master, hat dann promoviert, habilitiert, hat eine ordentliche Professur seit 2008. Und einer seiner Abschlüsse ist nichts anderes als öffentliche Führung. Public Leadership meint nichts anderes als tatsächlich auch nach außen zu zeigen, wie geführt wird und das eben auch möglichst optisch gut darzustellen. Das heißt, das ist ein Politprofi. Der hat in seinem Leben noch keinen einzigen Tag in einer nicht-politischen Tätigkeit agiert. Das muss man mir auf der Zunge zergehen lassen. Wie gesagt, der Bursche ist jetzt 48 und ist nach dem Studium sofort und Brot gekommen und kennt, er ist übrigens, seine Professur hat er in einem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Er beschäftigt sich mit der Geschichte, also mit der historischen Betrachtung der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung. Das macht er seit 2008, aber er war in keinster Weise eingebunden in irgendeinen produzierenden Bereich oder kennt also das Arbeitsleben auch eben nur aus zweiter Hand. Warum ich euch das erzähle? Es ist deswegen so interessant, weil wenn man sich nämlich jetzt anschaut, was er politisch gemacht hat und woher seine Reise kommt, dann weiß man, er ist in Madrid groß geworden als Stadtratsmitglied, war also lokalpolitisch, regionalpolitisch aktiv, ist dann 2014
zum Chef der PSOE geworden, die damals in der Opposition waren. Und dann passierten drei Dinge, die zeigen, dass sein Leben bis dato, politisches Leben bis dato vom Scheitern geprägt ist. Also das ist keine Geschichte von einem Shootingstar, sondern das Erste ist ja das gewesen, dass aufgrund der Tatsache, dass sein politischer Gegenspieler damals bei der PP war eben keiner dieser jungen Garde, sondern ein 75-jähriger von Korruption und Skandalen begleiteter Mensch, nämlich Rajoy. Und da ist so das Feindbild entstanden. Und wir hatten ja damals die Zeit, wer das noch weiß, in Spanien, dass die spanischen Politiker zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen waren. Das heißt, die einen konnten nicht regieren, die anderen wollten nicht regieren. Das heißt, nach den Wahlergebnissen war Rajoy nicht in der Lage, eine Regierung zusammenzustellen und hat dann gesagt, ich schaff's nicht, also bitte, mein lieber Sanchez, probier du das, er schafft's dann auch nicht. Und Rajoy blieb sozusagen geschäftsführend im Amt und wurde dann erst aufgrund von einem Misstrauensvotum 2016 hinausgekickt. Und jetzt muss man sich das mal überlegen, 2016 Misstrauensvotum, danach eben die Neuwahlen. Und zwischendrin ging es dann nochmal retour. Und erst seit 2018 gab es dann so eine zusammengeschusterte Allianz, dass Pedro Sanchez hier an die Macht gekommen ist. Das heißt, er macht das noch gar nicht so lange. Und jetzt sieht es aber so aus, dass er in der akuten Situation chronisch überfordert ist. Weil als Politiker ist er es gewohnt, politische Entscheidungen zu treffen. Mit einem gewissen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund glaube ich auch, dass er die Zusammenhänge versteht, die er da initiiert, dass es also nicht an Unwissenheit liegt. Aber was passiert im Augenblick? Und damit schließt sich der Kreis unserer Betrachtung, wenn wir es nämlich auf das beziehen, was im Augenblick passiert. Nun, es gibt dazu in der Spieltheorie, gibt es dazu ganz interessante Ansätze. Die Spieltheorie ist was Hochwissenschaftliches. Da geht es nämlich darum, dass man gewisse Dinge ableiten kann aus den Dynamiken, die laufen. Und das ist so ein Begriff, der im Moment ganz, ganz oft diskutiert wird, nämlich Dynamiken. Man kann die Situation jetzt im Moment nicht statisch betrachten, sondern man muss sie im dynamischen Kontext sehen, weil da ist ja permanent alles in Bewegung. Und das fing ja ganz am Anfang schon an, nämlich mit dieser Geschichte, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben, dass also ein Auslöser nicht nur ein Land unter Feuer nimmt, sondern das Ganze übergreifend ist. Das hat nämlich nicht nur eine medizinische Komponente, sondern auch eine politische, nämlich folgendes. Habe ich ein innenpolitisches Problem in einem Land, dann habe ich einen viel größeren Handlungsspielraum. Ich habe zwar ein Problem, bin aber in der Lage, dieses Problem nach eigenem Messen und Ermessen zu bewältigen, weil es außenpolitisch kaum in Erscheinung tritt und es für meine Bürger zum Beispiel nicht von Relevanz ist, was derzeit in anderen Ländern passiert. Diese Pandemie funktioniert anders. Wir haben das jetzt vor kurzem erlebt in Schweden. Schweden ging ja einen ganz eigenen Weg. Schweden hat von Anfang an auf die Durchseuchung gesetzt und gesagt, Leute, wir machen einfach so weiter. So brutal wie es ist, gestorben wird jeden Tag. Wir können hier keine Anomalie feststellen. Wir machen so weiter wie bisher. Und was passierte? Man ist irgendwann zurückgerudert. Nicht etwa, weil die Zahlen explodiert wären, sondern weil der soziale Druck von außen zu groß geworden ist. Und genau das ist das Phänomen. Du kannst keinen nationalen Alleingang wagen, weil du würdest isoliert von der Staatengemeinschaft dastehen. Das heißt, hier gibt es Abhängigkeiten. Das ist bei uns im Tourismus ja genau dasselbe. Stellt euch mal vor, du sitzt hier im Lockdown und draußen feiern die Partys. Die Zahlen verändern sich zwar nicht, aber wir können den Lockdown nicht aufmachen, weil wir irgendwann diese Leute wieder als Touristen auf der Insel hätten. Es gibt also internationale Abhängigkeiten. Das ist das eine. Das heißt also, Pedro Sanchez war gar nicht in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen, sondern die mussten im Kontext laufen. Nicht nur, weil es medizinisch notwendig war, sondern weil er ansonsten geächtet worden wäre mit dem Verhalten der Regierung. Man hätte ihn als verantwortungslos dargestellt oder ähnliches. Der nächste Punkt ist aber mindestens genauso spannend, nämlich er ging von Anfang an all in. Lockdown. Und dieser Lockdown, der ja am Anfang relativ plausibel erschien, und er hat das medial ja auch sehr schön gemacht, während Angela Merkel nicht zu sehen war, war er dreimal an einem Tag im Fernsehen. Das heißt, er war medial zwar präsent und hat das auch ganz gut verkauft am Anfang. Und dann passiert aber eins. Blöderweise haben die Zahlen sich nicht signifikant von denen anderer Staaten, die keinen so brutalen Lockdown gehabt haben, unterschieden. Das bedeutet, du hast nicht den Effekt, den du willst.
im medizinischen Bereich, hast aber wirtschaftlich einen Effekt erzielt, nämlich einen Totalstillstand, ein schockgefrostetes Land. Das kann er aber nicht mehr zurücknehmen. Und jetzt sind wir mitten in der Spieltheorie. Das ist nicht nur das Gefangenendilemma, es ist ein echtes Dilemma. Und diejenigen von euch, die schon mal Schach gespielt haben, kennen das. Das nennt sich im Schach Zugzwang. Das kennt ihr übrigens auch von Vier gewinnt. Irgendwann, wenn die Optionen ausgehen, ist es egal, was ich mache, ich verliere. Es ist eine No-Win-Situation. Und genau in der befindet sich Pedro Sánchez im Augenblick. Das ist wie bei einer Zwickmühle bei der Mühle, wenn der andere kann machen, was er will, er gewinnt und ich stehe da und kann nur zuschauen. Und Sánchez hat genau die Situation im Augenblick. Weil er kann, und er versucht hier im Moment ein bisschen zu tricksen. Auf der einen Seite nimmt er Entscheidungen leicht zurück und lässt auch seine eigenen Leute gegeneinander nach außen unterschiedliche Aussagen treffen. Auf der einen Seite Zuckerbrot und Peitsche. Jetzt tut er das, was Sozialisten gerne tun. Er verspricht jedem erstmal ein Grundeinkommen und lässt in die Presse durchsickern, das kommt jetzt ganz, ganz schnell, dass jeder von euch kommentarlos pro Monat 500 € bekommt, also Opium fürs Volk. Dann geht er hin und lässt die einen Politiker, nämlich seine persönliche Sprecherin von der Regierung, lässt er erzählen, ja, wir werden bald wieder Terrassen besetzen und die Tische besetzen, wacht's mal ab, Ende April geht das wieder normaler weiter. Lässt dann seine anderen Leute dagegen sagen, ja, so ist das nicht. Das heißt, hier werden Informationen so gestreut, dass er die einzelnen Gruppen bedient. Dahinter steckt Kalkül. Das ist kein wildes Aktionieren, das ist Kalkül. Das Problem dabei, was aber im Raum steht, ist die zunehmende Irritation. Und Casado hat ja nicht ganz Unrecht. Und den haben wir am Anfang ja angesprochen. Und er ist eben nicht wie Rajoy ein 75-jähriger korruptionsbehafteter Politiker, sondern der Bursche ist ein Jungspund. Der ist auch erst 41, hochgradig beliebt, sieht zudem auch gut aus, also erfüllt auch alle Kriterien eines Politstars. Und wenn er jetzt sagt, ihre Lügen, ihre Arroganz, ihre Inkompetenz sind ein explosiver Cocktail für Spanien, dann ist das eine ganz klare Ansage. Denn ihr dürft eins nicht vergessen, was passiert nach dem 26. April? Ob nämlich noch einmal nach diesem Auftritt der PSOE im Parlament die PP das noch einmal so einfach durchwinkt, ist hochgradig fraglich. Das nächste ist, hier demontiert sich der aktuelle Präsident dadurch, dass er tatsächlich im Ruf steht, Zusagen gemacht zu haben, auch in den Telefonaten an den politischen Gegner, die dann tatsächlich sofort zurückgenommen wurden. Das heißt, dass es blinde Effekthascherei ist. Das heißt, wir sind jetzt genau in diesem Zugzwang. Entweder er agiert zögerlich, dann wirft man ihm vor, dass er nicht konsequent ist, oder aber er reagiert gar nicht, dann heißt es, dass er kein Verständnis für die Situation hat, oder er reagiert zu heftig, indem er einfach den Lockdown weiter laufen lässt und läuft Gefahr, dass er damit die Wirtschaft tatsächlich ins Ruin treibt. Das heißt, im Grunde genommen ist Pedro Sánchez in einer extrem kritischen Situation. Das wäre ja alles nicht schlimm, wenn wir das Ganze als Thriller im Fernsehen oder auf Netflix sehen würden. Das Riesenproblem für uns ist, wir sind Bestandteil der Story, weil wir erleben das Ganze und das jeden Tag. Das heißt, klar könntet ihr jetzt sagen, Chris, warum erzählst du uns das alles? Das hilft uns doch nichts, wir müssen es ja eh ertragen. Ja, aber ich persönlich bin mit unserem Team der Meinung, manche Dinge erträgt man einfacher, weil man versteht, warum gewisse Dinge jetzt passieren. Und deswegen sagen wir euch nicht nur, dass am 26. April das und das passiert und übernehmen nur Informationen. Wir wollen sie für euch übersetzen. Und zwar nicht nur vom Spanischen ins Deutsche, sondern auch von den Inhalten zu den dahintergesetzten Zielen. Damit ihr ein bisschen besser versteht, in was für einer Welt und in was für einer Geschichte wir uns derzeit befinden. Ihr merkt, Montefuego TV Live Lockdown Lanzarote hat also auch eine gewisse Erklärbärfunktion. Ich hoffe, es war nicht zu trocken für euch. Es hat euch Spaß gemacht. Und dieser Karfreitag ist zumindest hier an dieser Stelle der Auftakt zu dem Osterwochenende. Wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr auf den Kanaren, 15 Uhr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Bleibt ihr gesund. Und wir feiern morgen mit euch sozusagen den ersten Tag des Osterwochenendes. Ciao for now, euer Chris.